Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Hier haben wir ihn, den Apat, den neuen Großfürsten hier in Ungarn bei den Mogeren. Und der wird natürlich seinen Stamm jetzt entsprechend, ja, vielleicht ein bisschen anders führen, als sein Vater das gemacht hat, der so uralt geworden ist. Der aber auch ein paar Dinge hat, die relativ vergleichbar zu seinem Vater sind. Auch er ist ehrgeizig, auch er ist gerecht, zudem aber fleißig. Das war sein Vater explizit nicht, aber wie sein Vater ist er auch wieder brillanter Stratege, er ist auch athletisch, zudem auch noch stark ein Organisator, wie sein Vater wiederum eine eifrige Frohnatur, er hat gepilgert und er ist wie sein Vater jetzt auch Teil dieses Hexenzirkels, also widmet sich auch diesen übernatürlichen Dingen im Rahmen dieses taltusistischen Glaubens. Ja, er ist auch zudem noch wirklich gut in Kriegführung, ordentlich im Kampfgeschick, also kann auch Armeen selbst ganz gut führen. Ja, das ist erstmal so seine Figur hier, während ich hier in der Karte total weggescrollt bin in der Zwischenzeit. So, hier haben wir Ungarn und wir haben heute jetzt wirklich eine ganze Menge zu tun. Zunächst mal, unser Rat muss neu besetzt werden. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Taltosch an. Georgi, auch wenn sie uns einigermaßen mag, kriegen wir eigentlich nichts von ihr. Sie ist ja eine besitzende Frau. Moment mal. Hier steht Steuern und Aufgebote. Wie soll ich denn Steuern und Aufgebote bekommen, wenn sie keinen Besitz hat? Funktioniert das bei diesen Priestern anders? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Wir tauschen auf jeden Fall Georgi mal aus, denn wir haben ja unseren alten Hofarzt, den sehr erfolgreichen Arzt und graue Eminenz Janosch, und der ist in dieser ganzen Bildungsfrage wesentlich besser. Wir können uns hier auch mal durchlesen, was Bildung denn überhaupt im Spiel eigentlich bedeutet, wie belesen und weise ein Charakter ist. Mit belesen haben wir natürlich eigentlich hier in der Kultur nichts zu tun, aber die Weisheit des Charakters, wie fromm man ist, bedingt das auch. Und diese Charaktere besitzen eben ein ausgedehntes Wissen in üblichen Forschungsfeldern, unter anderem Theologie, Philosophie, Sprachen und Mathematik. Also sind einfach grundsätzlich gut gebildet. Und ich glaube, Janosch als Taltosch ist hier der bessere Reichspriester auf Dauer. Das hätten wir eigentlich auch mit Almos schon mal ändern können. Aber der hatte ja für Georgi irgendwie bestimmte, naja, weiß ich nicht, Gefühle etc. pp. Ja, dann gucken wir mal. Wen können wir jetzt hier zuteilen für die Posten? Ein Ratskanzler, würde ich sagen, das ist ganz klar, Prinz Borisch, der ist annehmbarer Unterhändler, hat auch 14 Diplomatie und der passt als Ratskanzler ganz wunderbar. Bei dem Ratsverwalter ist auch klar, Prinz Kschak bietet sich da an, das ist ein kaufmännisches Genie, der macht einfach super viel Sinn an dieser Position. Und beim Ratsmarschall, da gibt es auch wieder nur einen, nämlich Prinz Kschaba. Mit weitem Abstand ist er hier der beste zähe Soldat, der hier auch sich in diesen Angelegenheiten gut tun kann. Und ich würde sagen, der versucht auch hier neue Befehlshaber gleich mal auszubilden. Beim Ratskanzler bleiben wir auf heimischen Angelegenheiten und Prinz Kschak treibt erstmal Steuern ein. So, Ratspitzel. Hier wird es jetzt richtig schwierig. Ihr seht, die höchsten Werte hat Herzog Radomir mit 10. Das ist noch nicht mal gut. Er ist auch nicht ausgebildet in Intrige. Er ist sprunghaft, gefühllos und fleißig immerhin. Fleiß ist ja auch nicht schlecht für jede Art von Ratsposition. Ja, wen hätten wir noch? Unsere Freundin Ibolja. Das ist, glaube ich, die Mutter unseres Halbbruders Kschak, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube ja, genau, sie hat hier Prinz Kschak hervorgebracht. Sie ist aber niedrig geboren und wir dürfen nicht vergessen, sie ist auch ehrlich und eine ehrliche Frau, auch wenn sie hier als Intrigenspinnerin ausgebildet ist. Also, das mag mir nicht so richtig sinnvoll erscheinen. Dann hätten wir noch Häuptling Lidytica, auch er hat 10. Allerdings ist er auch nur fähiger Taktiker eigentlich und er ist treuherzig. Er vertraut anderen rasch. Was für ein Spitzel kann denn mit treuherzig hier gut agieren? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er der Richtige ist. Nein, auf gar keinen Fall. Wir hätten noch Prinz Borisch alternativ, aber der ist ja eigentlich schon Ratskanzler. Und ja, ich werde Herzog Radomir nehmen. Ich weiß, das ist kritisch, der mag uns überhaupt nicht und der ist eigentlich auch nicht ideal geeignet, aber einen besseren haben wir nicht. Es ist immerhin ein Herzog von uns, also ein großer Fürst, ein mächtiger Fürst. Ihn ein bisschen zu beschwichtigen damit, das ist es mir an der Stelle tatsächlich wert.
Okay, dann gehen wir mal zu den Titelvergaben. Wir haben hier drei Titel zu viel für unsere Schwelle. Das heißt also, wir müssen drei Titel abgeben und ich habe mir überlegt, welche das sein soll. Zunächst einmal will ich Xongrad abgeben. Und zwar will ich Xongrad an unseren Sohn abgeben, aber nicht an Jakob, sondern an Sohn Takatschus. Den finde ich natürlich jetzt hier wieder nicht. Der ist hier, genau. Der hat schon eine Grafschaft bzw. ein Gebiet und zwar Bekesh und das liegt direkt in Nachbarschaft zu Xongrad. Deswegen finde ich das sinnvoll, ihn damit zu belehnen. Das ist, denke ich mal, eine sehr gute Geschichte. Und der Janosch billigt uns auch. Das war eben nicht angezeigt. Jetzt ist es das. Wir kriegen sowieso von ihm nichts, weil der auch nichts besitzt. Okay, dann geht es hier, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich von diesen drei Provinzen um Torda am ehesten. Da haben wir auch die geringste Kontrolle drin. Wie das jetzt mit Kultur und Religion aussieht, das ist mir relativ egal, weil wir ja nur die herrschende Klasse stellen. Also das ist mir dann an der Stelle nicht so wichtig. Aber Torda können wir, denke ich mal, vergeben. Und das wird dann diesmal bekommen unser erster Sohn, unser Nachfolger, nämlich Linütika. Den ich gerade nicht sehe. Jetzt hat es geruckelt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Warum wird der mir nicht angezeigt? Was ist hier los? Ja. Wo ist er? Keine Ahnung, er ist nicht da. Das ist natürlich jetzt doof. Der muss doch eigentlich hier oben auftauchen. Warum taucht hier Takatschus auf, aber nicht Linütika? Also die Sortierung manchmal, ne? Die ist auch echt ein bisschen komisch. Meinung von uns. Und dann taucht er hier nicht auf. Takatschus taucht auf. Jakob taucht auf. Unser anderer Sohn Gyula taucht auf. Aber der Linütika nicht. Hä? Machen wir es halt anders. Wenn ihr euch verstrebt, dann mache ich das halt so. Ach, das geht wieder nicht. Wegen diesen komischen Erbregelungen. Ah ja, ich verstehe. Deswegen wird er nicht angezeigt. Okay. Ja, dann müssen wir... Kann ich ihm denn Keve geben? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, geht auch nicht. Ah, da muss ich jetzt in der Folge das gerade umstrukturieren. Blöd. Ja, ich wollte eigentlich Keve war nämlich an den dritten Sohn Jakob geben, der noch gar keinen Titel hat. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen, Jakob hier. Vielleicht gebe ich ihm dann beide Titel. Dann ist er zwar etwas mächtiger, aber... Tja, was sollen wir machen? Wir können halt nur 5 halten. Machen wir das so. Ist okay. Dann ist das eben so. Dann ist Linütika leider ein bisschen schwächer unterwegs mit seinem Shatma-Titel hier oben, solange wir noch leben. Wie sieht denn das jetzt aus mit der Nachfolgeregelung? 3 Titel gehen verloren, ja. Fogaras geht an Takatschus und Xanat und Visegrad gehen an Gyula. Und wir würden nur Feher, Hevesh, Visegrad behalten und eben den Haupttitel. Ja, ist nicht schön, aber bei so vielen Kindern eben auch kein Wunder. Ist jetzt halt so. Egal. So, dann haben wir das eingestellt, auch wenn anders als eigentlich gedacht, aber so ging das nun mal leider nicht. Dann das Thema Heirat. Es gibt viele Heiraten, die wir machen können. Unter anderem unsere Tochter Luca. Die ist schon unzüchtig geworden. Also die hat sich schon mit dem uralten Alaios hier eingelassen. So irgendeinem No-Name-Typen, weil sie offenbar irgendwie geil wurde. Ich weiß es nicht. Oder er war geil auf sie. Man weiß es nicht genau. Also sie müssen wir unbedingt verheiraten, sie ist 19 Jahre im besten Heiratsalter und ich habe mir überlegt, bei ihr wäre es am, was habe ich denn hier geordnet, jetzt finde ich das natürlich wieder nicht, doch, genau, es will mir irgendwie am sinnigsten erscheinen, dass sie ja jetzt ein bisschen Pech hat, sie wird nämlich mit Mstislav Simeonovic Dniprich verlobt, das ist nämlich der Nachfolger auf das Königreich von König Simeon von Moldawien. Und das ist natürlich hier schon ein ganz mächtiger Herrscher, mit dem wir dann verklickt ein Bündnis machen können. Sie bekommt auch ein bisschen Prestige, der Kollege Mstislav hier natürlich auch. Das wäre ein sehr mächtiges Bündnis, würde auch angenommen werden. Wir haben ja hier vielversprechende Aussichten, die das Ganze befördern. Er freut sich über ein Bündnis, wir sicherlich auch.
Matrilineal geht natürlich wieder einmal nicht, oder matrilineal können wir nicht verheiraten, aber das ist nicht so schlimm. Uns ist an der Stelle hier das Bündnis wichtig, deswegen wollen wir sie nach Moldawien verheiraten. Hier, ich zeige euch das nochmal, dieses, ja, auch nicht gerade kleine Königreich hier im Osten. Das ist also, denke ich mal, eine gute Geschichte. So, dann habe ich mir überlegt, wir könnten ja hier noch eine Konkubine suchen. Da ist noch die Raja wieder da, die Konkubine unseres Vaters. Und die wäre wieder abrufbereit. Dann würde ich sagen, ja, nehmen wir Raja eben auch als Konkubine. Denn wir bekamen jetzt bislang wenig Prestige, unter anderem deswegen wegen der Unterkonkubinenschwelle-Modifikator-Geschichte. Das haben wir jetzt also ein bisschen verbessert. So. Dann gibt es aber noch einen vierten Sohn bei uns, der noch hier jung ist, und zwar ist das hier Gyula. Und der soll erstmal hier einen Schwerpunkt bekommen, beziehungsweise wir können den ja einmal ändern und werden das jetzt hier wieder auswürfeln. Ihr wisst, wie das läuft. Also die Werte 1, 2 gehen auf Kriegsführung, 3, 4 auf Verwaltung, 5 auf Bildung, 6 auf Ränkespiel. Sechsseitiger Würfel und es wird eine 2. Das heißt, er verändert jetzt den Schwerpunkt von Verwaltung auf Kriegführung. Was ja soweit dann auch okay ist bei diesem vierten Sohn. Okay, so, der Haupterbe Linytica, der soll auch endlich mal heiraten. Das ist ja hier eine Sauerei, dass der mit 32 Jahren noch keine Frau hat. Auch das wollen wir ändern. Und er soll eine Dame heiraten. Ich guck mal gerade, Prestigezuwachs geht es mir hier hauptsächlich drum. Und zwar habe ich hier eine Frau noch gefunden. Und zwar Gräfin Blahomira von Czaslau. Wir gucken uns die nochmal genau an. Die hält derzeit die Grafschaft von Czaslau. Ich zeige euch das hier mal an, wenn ich da mal Sicht drauf kriege. Das ist hier oben in, ja, eigentlich in Böhmen, aber Bayern hat jetzt Böhmen übernommen. Sie ist also eine Vasallin hier im Königreich von Bayern. Und das will mir irgendwie strategisch sinnig erscheinen, zumal wir hier auch ordentliches Prestige für die Einheirat in dieses tolle Haus Premischlied bekommen. Das finde ich eigentlich sehr gut. Das Bündnis ist jetzt total egal und sie nimmt es auch nur ganz knapp an, wegen Patrilinearheirat und weil wir natürlich von anderen Glauben sind. Sie ist ja hier eine Slowianska Pravda-Anhängerin vom slawischen Glauben. Aber das ist nicht so dramatisch. Was eher schwierig ist, ist, dass sie bereits ein Trunkenbold ist oder eine Trunkenboldin. Aber immerhin ist sie auch gerecht und ehrgeizig, paranoid. Naja, mal sehen, was da von kommt für Linytica. Aber es ist ja hier auch keine Liebesheirat, sondern eher eine strategische, dass wir hier Richtung Bayern vielleicht mal eine günstige Kriegskonstellation herbeirufen können. Mal sehen, ob sich das langfristig auszahlt. Okay, unser zweiter Sohn, Takatschus, auch der braucht noch eine Ehefrau. Auch da suchen wir jetzt mal. Und zwar habe ich mir da schon ausgesucht, eine Frau namens Biljana Balgarsko. Das sind alles, diese Balgarsko-Töchter sind alles Konkubinen hier. Ist also total egal, welche wir nehmen. Wir nehmen jetzt hier mal die unehrenhafte Schurkin. Sie ist zwar keusch. Ja, Keusch spricht jetzt eigentlich weniger für sie, sehe ich gerade, ne? Da hatte ich jetzt nicht dran gedacht. Vielleicht nehmen wir lieber Stojanka. Die ist noch mal ein bisschen jünger. Zufrieden, feige, unersättlich. Es ist eigentlich auch egal. Es geht uns darum, dass wir viel Prestige für Takatschus hier bekommen und dass wir ein weiteres Bündnis bekommen. Hier natürlich mit dem Herzog, Prinz Wladimir Rasate von Bulgarien, der hier das Herzogtum hält. Machen wir das. So, was nämlich spannend ist, der Despot, der eigentliche König von Bulgarien, der ist jetzt durch einen Krieg Teil des Byzantinischen Kaiserreichs geworden. Deswegen sind die hier auch so ähnlich eingefärbt und deswegen hatte ich mich beim letzten Mal auch schon gewundert. Ja, da müssen wir mal beobachten, wie das hier mit diesem super übermächtigen Basileus weitergeht. Ist für uns jetzt eigentlich nicht so schön, aber eben auch nicht zu ändern. Okay, haben wir da eingeheiratet. Dann haben wir noch den dritten Sohn, Jakob. Auch der mit 20 Jahren könnte ja mal sich eine Frau suchen oder wir für ihn. Und ich denke mal, hier nehmen wir Branimira Vlastimirovic. Wo war sie denn nochmal? Finde ich sie jetzt noch so schnell wieder? Muss ich wieder irgendwo nachsuchen? Nee, Prestigezuwachs, ne? Branimira, wo warst du? Wo warst du, Branimira? Jetzt muss ich sie wieder suchen. Doof, dass man hier keine richtige Suchfunktion hat, ne? Also ich kann hier zwar suchen, aber doch, eigentlich auch nach. Ach, jetzt hat er das nicht gemacht, jetzt hat er verkackt. Branimira. Da kommt aber kein Charakter.
heutzutage. Ich gucke mal gerade nach dem Vlastimirovic, nach dieser Dynastie. So, da ist sie ja, Branimira, 15 Jahre, die habe ich gesucht, genau. Ach, finde ich sie ja doch noch. Okay, also das ist eine Dame, da geht es eigentlich auch mehr um die Prestigefrage hier. Das Bündnis mit so einem kleinen Grafen von Usora, das liegt, glaube ich, irgendwo im Südwesten von uns. Hier Richtung Kroatien, da in der Richtung. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber es ist eine hübsche Frau, Wohlgestalt. Ja, ist ganz ansprechend, ist auch eine gerechte Frau und ist, glaube ich, auch eine passende Partie, die fürs Prestige von Jakob hier auch angemessen ist. Wird auch ganz knapp angenommen, also senden wir auch diesen Vorschlag einmal ab, während wir hier im falschen Kartenmodus sind. Okay, das waren erstmal so die wesentlichen Sachen. Und jetzt können wir endlich mal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, um hier die ganzen Heiraten zu bestätigen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Alle werden verheiratet. Ja, super glücklich alles hier direkt nach der letzten großen Festmahlgeschichte. Das hätte man natürlich auch vorher machen können. Ist auch egal. Das war ja, glaube ich, noch unter dem alten Herrscher, wenn mich recht entsinne, ne? Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir können jetzt kein Festmahl machen bis 899. Was wir machen könnten, wir könnten mal eine Jagd veranstalten. Ich finde, bei einem fleißigen, brillanten Strategen und ehrgeizigen Charakter, der auch noch ordentlich im Kampfgeschick ist, finde ich das eigentlich auch gut. Machen wir das mal für 47 Gold. Ja, verlieren wir auch, weil wir fleißig und athletisch sind. Viel Anspannung, also unsere Eigenschaften schieben uns auch so ein bisschen in die Richtung, dass wir gerne auf die Jagd gehen. Das passt, wie ich finde, sehr, sehr gut. Das macht Sinn. So, Vorsicht Hirschbock, was ist nun los? Gerade als mein Höfling Miklosch, irgend so ein No-Name, niedriger Geburtstyp, und ich einen Hügel erklimmen, hören wir es. Das Knacken von Ästen, das Rascheln im Unterholz. Vögel, die verängstigt zwitschern. Dies sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Hirschbock kommt direkt auf uns zu. Also, wir können mit der Kampfgeschick-Herausforderung gegen den Hirschbock antreten. Das ist sogar eine Option, die zu unserem Tod führen kann. Allerdings haben wir so ein gutes Kampfgeschick mit 14, dass das bei 0% steht, also eigentlich nie ausgelöst werden kann. Wir könnten aber verwundet werden oder alternativ, was wahrscheinlicher ist, wir bekämen eine schöne Jagdtrophäe oder wir fragen nach Miklosch, tut doch etwas Miklosch, aber das ist irgend so eine Lusche hier, also den gucken wir überhaupt nicht von der Seite an, der interessiert uns überhaupt nicht. Na, wofür sind wir denn hier so ein starker, athletischer Charakter? Wir trauen uns, wir sind ehrgeizig, wir sind fleißig. Der Weg des Tiers endet hier vor mir. Okay, wir haben eine Jagdtrophäe tatsächlich erhalten. Das ist ja interessant. Prestige 0,5 im Monat, das ist natürlich schön, denn wir brauchen jetzt viel Prestige. Wir haben relativ wenig derzeit. So, Wladimir Azad, der Prinz, dieser Herzog wird angegriffen von Prinz Simeon von Tarnow. Ja, das soll er wohl irgendwie schaffen, ne? Da bin ich jetzt mal von überzeugt, dass er das selber hinbekommt. So, die Jagd nähert sich ihrem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Trotz aller Schwierigkeiten verlief die Jagd sehr gut. 150 Prestige, wunderbar. Ja, und ich würde sagen, wir sollten uns dann vielleicht auch mal mit 50 Jahren so langsam auf unseren ersten Plünderzug mit Apat hier aufmachen. Denn ich denke, dass wir dazu, ja, ich weiß nicht, wie viel Gelegenheit wir dazu noch bekommen. Und zumal, wir haben zwar viel Gold, aber wenig Prestige. Das müssen wir auf jeden Fall haben. Deswegen würde ich sagen, hebt lokale Räuber aus. Und wir führen sie auch direkt als Organisator an. Wir bewegen uns ja auch sehr schnell. Das hilft einem Plünderer auch. Dann werden wir uns hier entsprechend zügig aufmachen. Das einzige Ding ist jetzt, dass wir hier natürlich überall schon geplündert hatten. Im umliegenden Land. Es gibt jetzt nicht mehr so viel plünderbare Gebiete, ne? Ja, doch, man könnte natürlich jetzt hier tatsächlich mal nach Wien und Hohenau reisen. Dann verlieren wir zwar ein paar Männer, aber das will ich jetzt machen. Da ist offenbar gute Beute zu holen. Das werden wir jetzt mal tun. Ach so, man könnte natürlich noch hier, tja,
die Stadt mitnehmen hier oben. Smozolani von Balaton. Die nehmen wir auch nochmal mit. Auf dem Weg. So. So, jetzt wird wieder jemand angegriffen. Großmähren von Kleinpolen. Der hier oben wird angegriffen. Das interessiert uns jetzt auch eher weniger, außer die laufen jetzt in unsere Richtung. So, wir haben hier geplündert. Dann marschieren wir gleich mal in die Nachbarschaft. Er kommt nämlich hier schon angelaufen. Dem müssen wir jetzt nicht unbedingt begegnen, finde ich. Dafür plündern wir jetzt eben Hohenau und Wien. Alles klar, auch hier. Bitte weiter. So, dann haben wir nämlich schon mal einiges. Ja, 52 Überfallbeute führen wir jetzt mit uns. Die Frage ist, wo wollen wir noch hin? Das Bistum von St. Pölten lächelt uns an. Aber wir verlieren jedes Mal ordentlich Männer hierbei. Aber trotzdem, daneben ist noch die Stadt von Spitz. Die könnte man auch noch gut ausrauben. Ja, und dann müsste man gucken, ob man noch bis Freistadt und Amstetten hier gehen will. Und dann vielleicht die ganze Geschichte auch wieder beendet. Vielleicht noch Linz. Ja, mal sehen, wie weit wir hier noch vorrücken werden. Der Feind zeigt sich bislang nicht. Oh, es wurden Leute in die Hexerei eingeweiht. Emoke, unsere Halbschwester, die stammt, glaube ich, von Georgie und unserem Vater ab, genau. Und auch Sophia. Ja, ist ja kein Wunder. Das sind ja die beiden, die auch von Georgie abstammen, die ja selbst auch Hexe ist. Also, dass die eingeweiht werden, das gehört sich auch quasi so. Okay, so, hier oben wollten wir nicht hin, aber Stadt von Spitz. Ja, jetzt haben wir schon einige Leute verloren, 71 Gold dabei. So, Basileus hat einen Krieg gewonnen, Despot Jakov hat verloren. Tyrannei, ja, er steckt jetzt im Gefängnis. Er hat sich aufgelehnt gegen seinen tyrannischen Lehnsherrn, aber hat verloren. Mal gucken, was das jetzt auf lange Sicht bedeutet. Ja, jetzt marschieren wir hier einfach noch ein Stückchen weiter. Wir wollen hier mehr Ruhm und mehr Gold. Wir kriegen jetzt auch nicht mehr dieses Spezialereignis, vielleicht weil wir nicht ein Plünderer wie unser Vater bisher sind, aber wir arbeiten auf jeden Fall an unserem Ruf. Ich denke, wir gehen nach Linz und dann nach Amstetten. Und ich glaube, genau, hier sind nur noch so kleine Baronien. Ich glaube, dann lassen wir es. Wir könnten die Stadt Wels zwar noch angreifen, aber wir sind schon tief im bayerischen Gebiet. Das reicht jetzt hier. Während hier irgendjemand mit einer Mini-Armee rumläuft. Das interessiert uns aber weniger. Giula hat ein bisschen mehr Kampfgeschick bekommen. Sehr schön. Und Branimira kann jetzt schon heiraten mit Jakob. Dann werden wir das auf jeden Fall einmal hier beschließen, dass die Heirat vollzogen wird. Sehr gut. So, wir werden auch noch von einem Khan überfallen. Räuber von Tegowischte in Foggaras. Da können wir natürlich jetzt nicht hin. Das müssen wir dann später einmal vornehmen. So, nochmal nach Amstetten. Wir haben jetzt schon 120 Beute. Ich glaube, so viel haben wir noch nicht in einem einzigen Raubzug jemals gehabt. Das zeigt auch, wie reich diese Gebiete hier im bayerischen Bereich sind, die wir jetzt hier schon gut geplündert haben. Und wir haben sogar einen Gefangenen gemacht, und zwar Kasimir von Prerau. Ein Adliger, aber landloser Adliger. Ein legendärer Schwertmeister, der aber auch schon 68 Jahre alt ist. Der ist dem Tode nah. Oh, ich glaube, wir müssen ganz schnell gucken, ob wir Geld für ihn bekommen. 100 Gold. Hoffentlich stirbt er uns nicht jetzt vorher noch im Kerker weg. Das wäre jetzt wirklich super ungünstig. So, wir verlieren hier nochmal einiges an Leuten. Müssen danach unsere Truppen wieder verstärken lassen. Jawohl! 100 Gold, während der im Tode Befindliche wieder freigelassen wurde. Jetzt ist er nur noch gesundheitsschlecht, also er überlebt offenbar. Und wir sind um 100 Gold reicher geworden. Super. Okay, so, wie können wir einkerkern? Luca für ihre Inzucht und Prinz Gschak, was hat der gemacht? Warum ist der jetzt Verbrecher? Es ist hier doch gar nichts. Er ist ein Konkubinenkind und eine Hexe. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Komisch, warum kann ich ihn jetzt auf einmal... Hat versucht, einen Verwandten zu ermorden. Aha. Das müsste uns doch hier irgendwo angezeigt werden, ne? Das sind die Affärengeheimnisse. Druckmittel gegen Lukas haben wir in der Hand. Hm. Nö, offenbar haben wir das nicht aufgedeckt, aber wissen trotzdem, dass es da einen Mordversuch gab. Das ist ein bisschen komisch. Naja. So, wir kehren zurück mit 138 Gold und genauso viel
Prestige, Beute und Ansehen. Sehr schön, das war auf jeden Fall gut schon mal. Eine gute Anfangsgeschichte, wir beenden den Überfall, die Armee wird aufgelöst und ich würde sagen, dann lassen wir hier wieder die Aufgebote organisieren, denn wir brauchen jetzt unglaublich viel mehr an Aufgeboten und auch an Gefolgetruppen. Und es ist jetzt sowieso Winter, das heißt, wir ruhen uns jetzt erstmal ein bisschen aus. So, Burzenland wurde tatsächlich verschont, das ist hier immer noch in der Plünderung gewesen. Ja, das ist jetzt hier unser Vasall. Im Übrigen, mit ihm werden wir jetzt nicht gut Freund werden, weil wir ihn nicht in den Rat holen können. Weil er einfach nichts kann. Null Ränkespiel, 6 Verwaltung, 8 Kriegführung, 12 Diplomatie. Er wäre ein Diplomatenersatz, aber da haben wir jetzt keinen freien Platz mehr. Ist auch die Frage, wie lange er überhaupt noch lebt mit seiner fettleibigen Art. Als Riese ist bereits verwundet, also mal gucken. Trotz der erfolgreichen Belagerung der Siedlung von Brasso hat Karl Dengijik seine Truppen im Zaun gehalten. Er hat sich hier so eine Krone aufgesetzt. Was ist das denn hier? Khanat der Walachei. Der hält sich hier für was ganz besonders Tolles offenbar. Obgleich euer Vasall verschont wurde, haben die walachischen Truppen doch ein hungriges Auge auf eure persönlichen Domänen geworfen. 35 Prestige verlieren wir dadurch. Ja, konnte ich jetzt auch nicht ändern. Herzog Radomir wurde gefangen genommen von Lech von Kleinpolen. Oh. Ach, wie schade. Oder auch nicht, keine Ahnung. Jetzt ist natürlich der Ratsposten erstmal leer. Wenn wir den jetzt quasi rauskaufen würden. Nee, aber der ist im Krieg mit Lech dem Dritten. Selbst mit Gold würden wir das nicht schaffen. Für 100 Gold, das könnten wir uns ja leisten, aber wir kriegen ihn nicht raus. Und es sieht so aus, als wenn der hier Olmütz verlieren würde. Ja, das sieht wirklich so aus, als wenn der hier loost. Ach, der hat sich angeschlossen, seinem ehemaligen Lehnsherrn. Ja, dann ist er ja selber schuld. Es geht also um eine Provinz, die gar nicht bei uns ist. Ja, dann ist es sowieso egal. Dann soll er da halt verschimmeln im Kerker, wenn er so dumm ist und sich da anschließt. Wir brauchen aber trotzdem einen anderen Ränkeschmied. Ibolja und Lidytica fallen für mich immer noch raus. Sind einfach zu schlecht. Vielleicht Takatschus. Puh, ja. Wie ist es denn mit Kschak? Borisch hat 9, Kschak hat 8. Ach Mensch, das ist auch alles so. Tja. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit Ibolja. Sie ist ja ausgebildet, sie ist zwar ehrlich, aber ganz, ganz ehrlich jetzt von meiner Seite aus, was Besseres haben wir halt nicht. Dann müssen wir sie jetzt eben nehmen. Eine ehrliche Spitzelin. Na, das kann ja was werden. So, liebe Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für die heutige Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei Arpad nach seinem erfolgreichen Raubzug. Müssen wir erstmal hier ein bisschen die Truppen wieder verstärken lassen und dann gucken, dass wir mal ein bisschen Prestige zurückbekommen. Meine Güte, ja, nicht ausgehobenes Kriegsvolk. Kriegsvolk, das sind die Spezialtruppen, ne? Ja, kann ich denn das Kriegsvolk dauerhaft ausheben hier? Ich glaube ja, wenn ich... Wartet mal, das mache ich nochmal gerade. Ich glaube, wenn ich die nur einen Tag ausheben lasse, dann haben wir hier die ganzen Kriegsvölker drin, ne? Dann beenden wir das Sammeln. Und dann gucke ich mal, da müsste doch eigentlich jetzt dieser Malus geringer geworden sein. Tja, jetzt kriegen wir für die ausgehobene Armee minus 4,3. War das jetzt ein großer Unterschied? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich die jetzt wieder wegklatsche. Es ist sogar besser, wenn wir sie nicht ausgehoben haben. Guckt euch das mal an. Das tut sich nämlich nichts. Alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Gut, schauen wir mal, wie wir da, wie wir damit umgehen in der nächsten Folge. Hier ist auch irgendeine Belagerung. Schar von Wilmosch. Was ist denn hier passiert? Das gucke ich mir zur nächsten Folge mal an, liebe Leute. Wir müssen jetzt mal hier zum Schluss kommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tastenor sagt ciao, ciao.